So, hallo erstmal. Heute spielen wir Sweet Surrender. Ein Roguelike-Spiel. Ich mach erstmal die Musik leise. Erstmal hinstellen. Audio. Gesamtlautstärke. So, so ist das gut. Es ist ein Roguelike-Spiel, ist momentan im Angebot, statt 24,99 für 17,99. Und da ich viele gute Roguelike-Spiele in VR erleben durfte, bin ich hier auch ganz optimistisch. Also Indeath und The Persistence und Until You Fall, was gibt's denn da noch? Cosmodread. Ancient Dungeon, ne, alles Roguelike, kann man immer wieder spielen. Finde ich eigentlich besser als irgendwelche Story-Spiele, die man nur einmal durchspielt. Gucken wir mal alle durch hier. Oh, gibt es eine Menge Optionen. Deutsch gibt es sogar. Da werden sich einige freuen. Das ist auch eine Münchner Firma. Halfter Position. Weiß ich noch nicht. Händigkeit rechts. Waffenzielwinkel ist in Ordnung. V-Haptics habe ich leider nicht. Bewegung. Joystick-Bewegung. Bewegungsrichtung. Kopf. Ja, versuchen wir erstmal Kopf. Das stellen wir hier mal auf stehend. Komfort. Komfort brauchen wir nicht. Vignette aus. Fallart. Konstant. Teleport. Beschleunigung. Ja, ich will schnell fallen. Drehart knack oder gleichmäßig. Snapturn ist Knackturn. Knackdrehung. Drehwinkel ist egal. Gleichmäßiges Drehtempo schnell. Waffe halten, manuelles Halten oder konstantes Halten. Das heißt, den Grip-Button drücken oder gedrückt halten. Ich lasse es erstmal auf manuelles Halten. Gucken, wenn es stört, kann man immer noch umstellen. Aber schön, gibt eine Menge Optionen. Tutorial brauchen wir nicht, das habe ich gestern gemacht. Ich wollte eigentlich gestern schon ein Review machen, aber habe nur das Tutorial gemacht. Lohnt sich nicht hochzuladen. Deswegen machen wir jetzt mal nur das Abenteuer. What? Achso, Rebell, das sind die Klassen. Okay. Alleskönner, stark, vielseitig, langsamer Start. Okay. Ah, jetzt ist meine Brille links beschlagen. Eine Sekunde.